Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers und zahlreiche Freunde haben gefragt, was denn daran so schlimm ist, dass der Haftbefehl in Chemnitz illegal von einem Justizbeamten veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung eines Haftbefehls, Dankeschön, stellt einen Straftatbestand dar. Erstmal ist das ein Justizbeamter gewesen, das heißt, wir haben hier Verletzung von Dienstgeheimnissen, und das Zweite ist ein weiterer Straftatbestand. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, 353d, meine ich, des StGB. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, auch Veröffentlichung von Geheimnissen. Er hat damit das Gegenteil erreicht von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Denn es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Veröffentlichung dieses Haftbefehls sich jetzt strafmildernd auswirken könnte für die Täter. Denn wir haben dadurch einen sogenannten Vorverurteilungseffekt. Also wenn ich Anwalt der Täter wäre, würde ich da voll reingehen, denn die Öffentlichkeit wusste, man hat Vorurteile und man hat eben einfach nicht mehr diesen objektiven Rechtsstaat und diese objektive Sichtweise. Und ich denke, das muss strafmildernd auf jeden Fall sich auswirken. Also klassisches Eigentor, und wenn das noch ein Justizbeamter ist. Ganz interessant nebenbei, jetzt ist wohl rausgekommen, dass der Anwalt des Justizbeamten wohl auch Kontakt zur rechten Szene hat, hat da Leute vertreten, hat Treuhandkonten für die unterhalten. Also da scheint auch irgendwie, da scheinen sich die richtigen Leute gefunden zu haben. Ist ja immer so. Ist wie mit Hund und Herrchen, so ist das manchmal auch beim Anwalt mit seinem Mandanten. Also, da sind Holzköpfe unterwegs. Wir sehen uns wie immer bei Gericht.